Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Impuls hier bei mir. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und jetzt schauen wir einmal hier rein, was die Überschrift des heutigen Tages so auch ist, ja. Bleib flexibel. Wenn du mit einer offenen Einstellung an die Sache herangehst, ist es leichter, sich zu entscheiden, ne? Oder du findest eine alternative Lösung, ja. Lass auch los, ja. Betrachte die Sache als abgehakt, richte dein Augenmerk auf dringendere Dinge in deinem Leben. Also eine Sache, die dich quält, musst du loslassen und dennoch flexibel bleiben für alles Weitere. Wir legen ein. Siebener Weg und schauen uns an, was hier das Thema ist, das Ganze mit meinen Lenormand-Karten. Es geht um die Liebe. Auch hier mischt wieder hier jemand mit Treffen, ja, du bekommst aber hier Klarheit drüber, ja. Es wird sich stabiler zeigen, als du glaubst, dennoch auch hier wieder eine Warnung. Nicht zu viel Kraft und investigative Kraft da reingeben in diesem Sinne, ja, also hier muss man wirklich klar sein, es kommt eine klare Entscheidung auf dich zu, aber auch du solltest jetzt keine Intrigen spinnen oder ähnliches, das wäre ebenfalls nochmal ganz wichtig. So, und wir schauen, Widder, Löwe und Schütze, auch hier aufpassen, hier mischt jemand mit, hier kann es gefährlich werden. Erdzeichen, Stierjungfrau Steinbock, ein überraschendes, plötzliches Treffen, perfekt. Und hier ein bisschen Rückzug von deiner Seite, tanke Kraft, wenn du zu den Luftzeichen gehörst, Zwillinge, Waage und Wassermann. Und absolute Anziehungskraft, Stabilität und vor allen Dingen Regeneration und Heilung für die Wasserzeichen, Krebs, Skorpion und Fische. Mucho, mucho, amor.